Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem winterlichen und kalten Wald. Ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe ein bisschen Baumaterial mitgebracht, denn wir gehen heute ein neues Projekt an. Für all diejenigen, die Monis Video heute Morgen schon gesehen haben, die wissen schon, worum es geht. Für alle anderen, ich höre euch gerne nochmal kurz ab. Wir haben hier zusammen in dem letzten Video von Moni das ganze Holz weggemacht und sie hat das erste Mal mit der Motorsäge gearbeitet. Bei dem Platz brauchen wir hier jetzt. Dieser ganze Bereich hier lag ja voller Holz und wir hatten gar nicht so richtig die Sicht auf die Dinge, was wir hier hinbauen könnten. Aber eine Sache war uns auf jeden Fall klar, und zwar, dass wir einen draußen Arbeitsplatz benötigen, und zwar einen überdachten. Wir haben ja sonst immer mit Hilfe von irgendwelchen schnell zusammengezimmerten Tischen gearbeitet und das soll jetzt der Vergangenheit angehören. Darum bauen wir hier heute schon mal die Unterkonstruktion für den neuen Außenarbeitsbereich. Jetzt denken sicherlich einige von euch, hey, ihr habt doch so viele Unterstellmöglichkeiten. Ihr habt da die Fläche, wo das Sägewerk drunter steht, noch die ganzen Holzreste und natürlich auch das Holzlager an sich. Aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, es reicht nicht. Denn das Sägewerk bleibt dort immer stehen und man braucht da auch einen gewissen, ich sag mal, Aktionsradius. Und genau das gleiche brauchen wir auch für unseren neuen Arbeitstisch. Darum macht es keinen Sinn, das irgendwie daneben noch hinzubauen. Die Idee ist jetzt nicht unbedingt hier ein komplett eigenständiges Gebäude zu bauen, sondern hier nochmal an der Sägescheune quasi anzubauen. Die Basis bietet sich ganz gut an, dass ich das da oben ausklinken kann, das Gebäude halt genau hier rum verlängern kann, dass der Tisch im Endeffekt ungefähr hier, wo das aufgestapelte Holz noch liegt, stehen kann. Und ich glaube, es wird ganz schön werden, denn wir können sowohl von dieser Seite reingehen, als auch später von dieser Seite und natürlich direkt vom Sägewerk das Holz nehmen und hier auf unserem Arbeitstisch verarbeiten. Und genau das Thema gehen wir heute hier an. Du kommst gerade richtig. Ja. Alle vorbereitenden Maßnahmen sind getroffen. Sehr cool. Ja, nice. Genau so habe ich mir das vorgestellt, ne? Dass das hier irgendwie so ein bisschen verlängert wird und wir hier dann halt irgendwie noch ein bisschen schwer haben. Und ich glaube, das wird richtig cool. Ja, vor allem auch von der Fläche so. Das sind ja jetzt so 5 Meter lange Balken. Ja. Und ich glaube, da kann man richtig gerne einen Tisch bauen. Auf jeden Fall. Also zur Technik, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Hier kommen 2 Balken hin, da kommen 2 Balken hin, dann kommt hier ein Baumstamm hin und hier auch. Das Ganze wird mit Hilfe einer Gewindestange verbunden, genauso wie schon bei der Schaukel. Der erste Schritt, den ich jetzt gehen würde, wäre hier oben halt ein Loch zu bohren, das so groß ist, dass die Gewindestange durchpasst. Ja.
genauso an den Balken hier an der entsprechenden Position auch ein Loch zu bohren, dass wir das schon mal reinstecken können. Ja. Dann steht es schon mal schräg. Ja. Und dann können wir halt, wenn wir vorher noch markiert haben, wo die Löcher hinkommen, dann die Stämme reinsetzen, Loch bohren, fertig. Ist auf jeden Fall mal eine andere Befestigungsmöglichkeit, wie wir es jetzt hier bei der gesamten Scheune gemacht haben. Aber bei der Schaukel, sage ich euch ganz ehrlich, da bewegt sich gar nichts. Aber soweit ist erstmal der Plan. Das setzen wir jetzt erstmal um. Aber bevor es losgeht, trinken wir noch eine Kleinigkeit. Und zwar was ziemlich Winterliches. Oh, denn sehr es cool. ist hier auch Winter. Winter und ich ziehe auf jeden Fall gleich meine anderen Schuhe an. Du solltest noch andere Schuhe anziehen. Das ist ja nicht schlecht. Heute gibt es wieder was von Holy und zwar wieder... Ach so, ja. Nee, genau. Heute gibt es wieder was von Holy und zwar einen Energy Drink. Und dieses Mal in einer Weihnachtsedition. Wir haben hier nämlich einmal Bratapfel und Pflaume Zimt. Das sind eines meiner Lieblingsgeschmäcker tatsächlich. Ich gehe schon mal mit meinen dreckigen Handschuhen direkt mal rein. Oh, krass. Zeig mal. Oh, das ist mega. Das haut mich jetzt schon von Socken. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich muss sagen, diese Holy Drinks, ich feiere die total. So ganz ehrlich, ich finde halt auch die Aufmachung so geil. Ja. Ich meine, mal guck doch mal an, ey. Das sieht halt Design so cool aus. Mega gut. Jetzt kommt natürlich auch auf den Inhalt drauf an. Also ich glaube, farblich ist es auf jeden Fall Pflaume mit Zimt hier, definitiv. Mhm. Ja, halt Apfelfarbe, ja. So ein bisschen apfelsaftmäßig. Wie so ein Bratapfel, das ist krass. Das ist er. Das schmeckt wirklich gut. Aber wenn das jetzt noch warm wäre, ich glaube, das wäre das Weihnachtsmarkt zu Hause machen. Ultimativ, wirklich krass. Tee-mäßig. Bisschen Zimt und Zuckermäßig so ein bisschen noch, ne? So ein bisschen auch Milchreis. Milchreis, Zimt, Zucker mit Bratapfel. Total, ey, ganz ehrlich. Ich habe nach dem Wort, danach habe ich gesucht. Irgendwie hat's kann ich austrinken, oder? Ja. Obwohl, nein. Also das schmeckt auch gut. Aber das schmeckt... Das ist Milchreis mit Apfelmus und Zimt und Zucker. Das ist richtig gut. Leute, also ich glaube, wir können euch jetzt schon empfehlen, probiert auf jeden Fall Bratapfel. Und wenn ihr auf Pflaume Zimt steht, dann auch auf jeden Fall den, weil der schmeckt auch ziemlich gut. Ja. Aber der hier holt uns tatsächlich am meisten ab. Und das Wichtige ist... Das hier ist eine Limited Edition, die gibt es nicht lange, die gibt es nur bis Weihnachten. Schnappt euch schnell mal mit meinem Code TOM5 noch ein paar Rabatte hier in dem Warenkorb. Kauft euch ein bisschen Holy, probiert es mal aus und dann könnt ihr euren Weihnachtsmarkt zu Hause auch starten und habt vor allem auch Energie. Und die Energie brauchen wir auch gleich, wenn wir hier das heute bauen. Aber ich glaube, das wird gut. Gerade mit dem Bratapfel hier, also, oh, das ist wirklich der Hammer. Sowohl optisch als auch geschmacklich. Mindestens 11 von 10. Also könnt ihr von mir aus immer drin bleiben. Mit der Geschmacksrichtung Milchreis mit... Milchreis. Geschmacksrichtung Milchreis. Milchreis mit Apfelmus und Zimt und Zucker. Ja. Also, ganz ehrlich, Respekt, Jungs und Mädels von Holy. Habt ihr richtig, richtig gut gemacht. Also, ja. Das überzeugt mich mehr, als dass es mich überzeugt. Ja. Das ist krass. Den Laser haben wir nicht mit. Extra nicht mitgenommen, weil wir ihn heute gebraucht hätten. Genau. Ja. Wir schauen mal. Aber ich habe schon eine Idee. Das hier ist ja auf jeden Fall alles in Waage hergestellt, könnte man produziert, das Gebäude. Das heißt, wenn wir von oben immer den gleichen Zentimeterabstand nehmen, haben wir es auf der Seite auf jeden Fall schon mal in einer Ebene. Und da vorne können wir halt mit der langen Richtlatte und einer Wasserwaage auf jeden Fall checken, ob das dann da passt. Ja. Ich würde vorschlagen, wir messen jetzt nochmal hier diesen Abstand und den übertragen wir nach dort, dass wir dann halt mit dem Erdbohrer das Loch schon mal probieren können zu setzen. Nicht, dass wir noch ein paar Wurzeln haben, die uns... Naja, einen Strich durch die Rechnung machen, könnte man sagen. Ja. Wir haben hier wieder ein schönes Maßband am Start. Innenmaß sind wir hier bei ganz konkret 3,37. So. 4,44. Ja. Nein, das sind wir doch. Als hätten es Profis gemacht, würde ich sagen. Jetzt kommen wieder das Gerät zum Einsatz, was wirklich hier alles vereinfacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie einfach das tatsächlich wird hier. Ja, mal gucken. Auch einfach mal gucken und probieren. So. Nee, warte mal, du hast jetzt die Mitte, das ist das Innenmaß, ne? Also du müsstest denn quasi hier, oder? Ja, jeweils das Innenmaß. Das ist richtig, gemacht. Das ist richtig, ja. Gut, dass du dabei bist. So, können wir loslegen, oder? Ja. Wir checken mal. Wir haben jetzt hier zum Baum, keine Ahnung, 40 cm Abstand, ist jetzt nicht die Welt. Sag mal, ist das hier auf Stufe 1 oder was? Ich würde sagen, so nah am Baum und trotzdem keine Wurzel getroffen. Ey, das muss ich würde sagen, wir können unseren Plan in die Tat umsetzen. Ja. When dreams come true. Okay, hier. Naja, also das Ding ist ja, dass die Stämme 3 Meter lang sind. Angenommen, die kommen jetzt um die 50 cm rein, haben wir 10,50, dürfte genau passen. Hier dürfte es kein Problem geben. Na, sag das nicht.
ich sag mal so, es ist auch nicht so schwer hier, das Ding. So. Also von der Höhe würde ich sagen, wir sind ein bisschen über 2,50. Auf jeden Fall. Eher so auf 2,80 oder so. Gut, machen wir erstmal eine provisorische Fixierung hier. Er haut uns zumindest schon mal nicht mehr ab. So, Nummer 2. Komm, Achtung. Ich kann es schon richtig fühlen. Sehr cool. Hier sind schön große Tische. Oh, das wird herrlich. Das wird gut. Gut, gehen wir auf 15 hier. Ja. So, nächster. Es hält genau in Höhe des Astlochs, so wie es sein muss. So, also wenn da drin gleich ein Lagerfeuer entsteht, brauchen wir uns nicht wundern. Erstmal hier durch. Hier durch. So, so wird's werden. Kann eigentlich so bleiben. Haben wir eine Skischanze. Ich muss das mal prüfen. Ja, ich weiß. Also, gucken. Muss ja gerade. Ah, jetzt. Also. Ja, okay. Genau. Ja. Ey, das ist krass, ne? Wenn du einen Millimeter oder einen Zentimeter abweist, dann kriegt man es fast gar nicht rein. Genau, einen Winkel drin und dann passt es nicht mehr. Also mir gefällt es jetzt schon gut. So. Oh, es sieht wirklich. Es sieht fast schon wie so eine Festscheune aus, finde ich. So wird es noch aus. Ja. Wisst ihr, oftmals ist es auch so, zumindest ist das meine Devise, dass man auch erstmal anfangen muss. Erstmal eins festdrömmeln und dann mal gucken. Anstatt das 10.000 Mal so zu überlegen und und vielleicht und weil die geilsten Projekte entstehen, finde ich immer genau so. Passt es nicht mehr. Dann müssen wir noch ein Loch bohren mit so einem 3/4 cm Abstand halt. So, wir starten jetzt hier mit einer kleinen Hilfslatte rein, damit wir hier auf beiden Seiten auch die identische Höhe haben. Ich werde die erstmal probeweise hier unten fixieren und Moni wird mit der Wasserwaage gucken, dass es in Waage ist. Ja. Vorteil der ganzen Sache ist, wir können jetzt die anderen Bretter da ganz entspannt drauflegen, wieder ein bisschen anklemmen und dann durchbohren. Es könnte sein, dass es vielleicht doch zu einigen Komplikationen kommt. Weil das. Ah, vielleicht geht's. Ja. Ja, ach, gerade so. Zack. Ist ja noch ein bisschen Luft hier. Zack. Naja, kann eigentlich direkt so bleiben, oder? Können wir nochmal eine klassische Klemmung nochmal reingehen. Und jetzt können wir vielleicht das Problem von vorhin beheben, dass es direkt beim ersten Mal passt. Es ist jetzt soweit alles befestigt und wir checken jetzt nochmal das Innenmaß. Hier im oberen Bereich. Vorher hatten wir unten gemessen, jetzt gucken wir mal oben, wie es hier aussieht. 3,26 war, glaube ich, das Maß, ne? Ich glaube, ja. Also ich sag mal so, 3,25,5 Meter. Ja? Ich denke, einen halben Zentimeter, damit können wir arbeiten. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, ist das irgendwie auch in sich gerade? Theoretisch könnten wir jetzt mal die Diagonalen messen. Aber da wir hier mit Baumstämmen arbeiten, die ja alle nicht ganz gerade sind, ist es auch relativ. Es ist also eher so ein Augenmaß, würde ich sagen. Mhm.
Das Regenwasser kommt ja von dort und läuft hier hinten ab. 5 Bleche nehmen, haben wir quasi insgesamt 4,21 Meter, sodass ordentlich was überstehen bleibt. Ne? Genau, wir haben einen kleinen Überstand auf jeden Fall dabei. Mhm. Bedeutet auch, für die Untergrundkonstruktion, die wir jetzt noch brauchen, müssen die Bretter 4,21 Meter lang sein. Jetzt wird's ernst. Durchmücken? Ja. Also lassen wir es, denke ich mal, genauso schief und schräg und überhaupt und generell. Naja, klar, jetzt geht es natürlich daran, dass wir das Ganze in die richtigen Abstände bringen, dass wir später die Trapezbleche auch ordnungsgemäß anschrauben können. Es ist irgendwie vollbracht. Das Dach steht und ich kann es mir schon richtig gut vorstellen, wenn hier der Arbeitstisch drin steht. Auf jeden Fall. Unabhängig voneinander hatten wir natürlich Ideen entwickelt, wie wir das hier bauen wollen. Und ich glaube, das hat sich gematcht. Wir haben hier eine schöne Kopffreiheit. Wir haben super großen Aktionsradius. Also wir haben hier halt 3,50 und hier 4,50. Ja. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Größer als die Werkstatt da drinnen. Dafür haben wir hier dann richtig Platz zu arbeiten. Am Anfang hatte ich gesagt, dass das Ganze noch ausgeklinkt werden sollte. Das haben wir uns jetzt mal gespart, um herauszufinden, ob es vielleicht auch mit den Gewindestangen auch so ausreicht. Das ist jetzt im Vergleich zur Holzscheune etwas dünner gebaut. Wir denken, dass es ausreicht. Ob das tatsächlich so ist, das werden wir rausfinden. Ja, also auf jeden Fall, wenn man hier drunter steht, das ist so, oh, wie so eine kleine Halle. Und das finde ich super, weil dieses Gefühl hatte ich nämlich eigentlich auch beim ersten Teil von dieser Holzscheune hier. Mhm. Und jetzt wird das Ganze ein bisschen runder und bekommt noch ein bisschen mehr Form. Und ja, vielleicht bekommt es auch noch eine schicke Außenwand, dass das Ganze hier noch mal ein bisschen harmonischer wird. Es fehlen natürlich auch noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel Querträger, damit das Ganze noch ein bisschen in sich ausgeschleift ist. Aber das werden wir dann euch beim nächsten Mal zeigen, wenn wir hier bei dem Projekt weiterarbeiten. Mal gucken, wie sich das Wetter so in den nächsten Tagen entwickelt. Es soll ordentlich viel schneien und da ist natürlich die Frage, ob wir hier weiterbauen können. Wenn wir das machen können, machen wir das. Wenn nicht, verschiebt sich das Ganze ein bisschen. Auf jeden Fall wünschen wir euch schon mal frohe Weihnachten. Genießt die Zeit mit euren Liebsten. Geht vielleicht mal auf den Weihnachtsmarkt, backt ein paar Plätzchen. Verbringt vor allem Zeit miteinander. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt den Ganzen gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns hier ganz bald wieder zurück im Wald.